So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's euer Dauti Nato und ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn, die Frozen Lance. Oh. Okay, da ist noch eine Textmessage, die lese ich euch jetzt gleich mal noch schnell vor. Ich erkläre, ich kenne bloß, dass Firebreak scheitern wird. Ohne eine leitende Intelligenz, die nicht nur denken kann, sondern auch fühlen. Moment, jetzt wird's krass. Die haben da irgendwie noch an einem Projekt gearbeitet namens Firebreak. Wo wir jetzt aber noch nicht ganz genau wissen, was es ist. Aber sie benötigen es, uns zu kontrollieren. Eine künstliche Intelligenz. Diese künstliche Intelligenz werden sie wahrscheinlich gemacht haben. Und das wird dieser Dämon sein, denke ich mir. Sorry, wenn das jetzt gerade mal ein bisschen übersteuert mit dem Sound von mir. Das passiert immer, wenn ich dann zu nah an dem Mikrofon rangehe und dann wieder weiter weg und dann einfach ein bisschen lauter wird. Ich lasse euch das jetzt mal vor. Persönliches Protokoll von Anita Sandoval. Wie erkläre ich Kenny bloß, dass Firebreak geschalten wird, ohne eine leitende Intelligenz, die nicht nur denken kann, sondern auch fühlen? 0,6. Wie soll man eine Intelligenz überhaupt quantifizieren? Man kann doch einem bewussten Verstand keine Zahl aus einem Kontinuum zuweisen und dann erwarten, dass er sich an willkürliche Grenzen hält, die diese Zahl repräsentiert. Es führt kein Weg daran vorbei, ohne die Aussicht eines Verstandes, der die menschlichen Fähigkeiten übersteigt, wird Firebreak scheitern. Und 0,6 bringt uns auch nicht weiter. Durch Steigerung des Empfindungsvermögens generiert man unweigerlich ein System, das Emotionen erleben kann. Wilde, kitschige, nicht zu beherrschende Emotionen. Wer abstrakt denken kann, kann auch Angst haben. Wie fast Silber. Ich werde das nicht noch einmal machen. Ich weigere mich kategorisch. Hoffentlich kann ich Kenny das Ganze begreiflich machen. Er mag ihn. Ich mag sein leicht schiefes Lächeln. Vor allem mag ich die Kreise, die er mit seinen Händen macht, wenn er von einer Idee begeistert ist. Wenn er hier nicht zusammen hineingeraten wäre, vielleicht hätten wir... Hat nicht sein sollen. Ob ein künstliches Gehirn diese singulare Kombination von Begierde und präventivem Bedauern empfinden kann? Jo, keine Ahnung, Mann. Okay. Das ist eine Bunkertür. Da gehen wir jetzt hin. Die müssen wir aufmachen. Keine Ahnung, was uns erwartet. Ich weiß jetzt mal vorsichtshalber nur noch drei Pfeile drauf. So. Und dann machen wir das Löchel auf, hä? So, ich bin leider ein wenig erkältet. Meine Rotznase, mein Kopf ist dicht. Aufzug. Wo ist er? Oh, ja. Irgendwie geht's hoch, auf jeden Fall. Okay, hier geht's nicht lang. Ach Gott, ey Leute, du grenzdebile Scheiß. Spring doch hoch, Luder. Luder. Ein klein bisschen bin ich erkältet, ich habe ein bisschen schwummriges, also der Kopf ist mir ein bisschen schwummrig und Nase ist langsam dicht, also es fängt wohl sehr stark erst an. Keine Ahnung, ey. Und das am Wochenende. Leck mich am Arsch, Mann. Das ist ja auch richtig Spaß. Vor allen Dingen, wenn du dann später unter der Woche auf Arbeit gehen musst. Und, frische Luft voraus. Okay. Und du allein auf der Arbeit bist und dich um allen Scheißdreck kümmern musst, dann bist du natürlich auch richtig froh. Oder dein Chef ist halt richtig froh. Mir kann es scheißegal sein. Ich bin krank. Feierabend. Er feiert es halt nicht so. Aber ist mir egal. Hallo! Wieder raus. Vielleicht. Wo bin ich denn hier? Komme ich durch die Struktur da drüben wieder rein? Vielleicht. Find mir es heraus. Ich raff das immer noch nicht. Was ist das für eine Anlage? Was haben die da geforscht? Was ist das für ein Käse? Ich weiß nur, die haben sich halt immer mal wieder in den Berg reingehauen und. Keine Ahnung. Oho, kann man das irgendwie mitnehmen? Oh, ein bisschen viel Pfeile für so einen Fuckschuss, ja? Ich muss wohl zu diesen Treppen. Nice.
Ah, da geht. Ich hätte aber einfach die Leiter nehmen können, nicht Dödel. Oh. Ich hab fast gedacht, ich bin da runtergeflogen. Das sieht aus wie diese Samenbank in Dingen, in Spitzbergen oben. Aber wahrscheinlich eher so inspiriert davon. Ich habe das Gefühl, dass meine Augen zufrieren, wenn ich blinzle. Heulen jetzt nicht rum. Aber Moment mal kurz, ich habe einen Brand, ich muss dringend was trinken. Nice. Erste Regeln des Spielens. Ja. Nicht mehr viel höher. Uriah muss nahe sein. Muss irgendwie Scheiße gebaut haben, die Uriah. Wenn ihr mich fragt. Sie muss irgendwo hier drin sein. Sie muss auf jeden Fall verdammt neugierig sein, ne? Was bist denn du? Eine Textnachricht? Okay. Frozen Wild Text Datenpunkt Quest. YNPF alle. Datum 23. Dezember 2046. Betrifft Fertigstellung des ersten Stadiums der Hauptanlage. So hätten alle Mitarbeiter. Ich bin stolz, den Abschluss der ersten Infrastrukturstufe unserer Hauptanlage bekannt geben zu dürfen. Dieser Komplex ist das Nervzentrum unseres Projekts und eine pünktliche Fertigstellung macht auch weiterhin den vorgesetzten vollen Einsatz des Teams erforderlich. Aber obwohl es noch viel zu tun gibt, sollten Sie stolz auf all das sein, was Sie bisher erreicht haben. Angehängt finden Sie einen detaillierten Plan zum Verlassen des Hilfsraums, der im weiteren Verlauf der Arbeiten an der Hauptanlage als Notfallbereich dienen wird. 90% unseres Personals muss bis 17 Uhr am Mittwoch umgezogen sein. Wenn Ihre Namen nicht auf der Zuweisungsliste steht, schicken Sie Marissa eine E-Mail mit Kopie an mich. Ihr Einsatz, Ihr Talent und Ihre Intelligenz sind ein täglicher Quell der Inspiration. Dr. Kenny Chow, Projektleiter. Was haben die jetzt immer noch da gemacht, Mann? Hallo? Oh, da kommt irgendwie nicht durch. Da, tü, da, 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 tü, da, da. Bei uns brennt es gerade wieder. Was haben wir hier Schönes? Ah, Audiohörer. Jemand hat die Menütafel gehackt, damit sie Obszönitäten über unseren Kollegen Mr. Blevins anzeigt. Ist das hier das fortschrittlichste Geologieprojekt aller Zeiten oder doch eher ein Kindergarten? Komm schon, Leute. Eher ein Kindergarten. So hätten alle Mitarbeiter von einer Gruppe der besten Wissenschaftler unseres Landes, die eingestellt wurden, um sich eine schwere Bedrohung der nationalen Sicherheit anzunehmen, sollte man eine reifere Einstellung erwarten können, als gestern in der Kantine demonstriert wurde. Mr. Blevins spielt eine zentrale Rolle bei der erfolgreichen Ausführung von Firebreak und verdient aufgrund seines Titels und seiner zahlreichen Beiträge zum Projekt unseren Respekt. Bei weiteren Vorkommnissen hinsichtlich der Menütafel werde ich die Verantwortlichen persönlich ausfindig machen. Dr. Kenny Chu, Projektleiter. Von Candy Chu an Anita Sandoval. Weitergeleitet an Haken der Menütafel. Hacken der Menütafel. Anita, warst du das? Also so ernst kann er das nicht meinen. Der muss halt im Prinzip Maßnahmen treffen, aber so ernst nimmt er das auch nicht in dem Fall. Anita, warst du das? Augenzwinkern. Ich frage mich aber trotzdem noch an, was die gearbeitet haben. Warte mal, was geht's da runter? Wieder ein Aufzug gewesen sein. Die haben sich so tief in die Erde gebohrt, die Menschen, ey. Kupfertür? Sturm? Was? Sturm ausgefallen? Nein, Sturmschatz ist ein. Okay. Durch die Tür. Ich frage wieder, wie ich jetzt schon tausendmal gefragt habe. Sprich mit mir. Was soll ich denn noch für dich tun?
gibt es kein Gebet, das zu dir dringt. Kein Zeichen, das deine Fesseln löst. Doch, Aloy. Ich kann nicht helfen, wenn du schweigst. Alles, was ich will, ist ein Flüstern, das mich leitet. Wer? Nein. Wie? Wie bist du hergekommen? Der Weg war von der Stimme selbst versiegelt. Ich habe sowas benutzt. Soll ich es dir zeigen? Ja, zeig's mir. Bitte. Oh Mann, muss man jetzt so einer alten Knackerin dann sogar noch helfen, Alter. Leg mich am Arsch. Jetzt noch Loot im Prinzip. Da hinten jetzt noch ein paar Informationen hast. Die ziehen wir uns später rein. Zeigen wir erstmal der das. Und ein bisschen hacken. Hier ein bisschen drehen. Und los geht's. Oh, ist ein bisschen aber komplizierter. Das bleibt gleich. Das Licht muss zurück zur Quelle. Scheiße. Kann gar nicht funktionieren. Das müssen wir anders machen. Ah, geht aber nicht anders. Es geht da lang, kann nur da lang. Oder, nein, mal. Vielleicht können wir das noch ein bisschen anders drehen. Müssen wir fast. In die andere Richtung geht es auf jeden Fall nicht. Muss in die Richtung gehen. Jo. So. Dann müssen wir es ein bisschen anders drehen. Ach, scheiße, oder? Och, kacke. Nee, klappt nicht. Okay, ist das kompliziert, Mann. Funktioniert natürlich nicht, ne? Aber wieder, glaube ich, falsch angefangen, so wie das aussieht, oder? Ne, der Lichtschalter geht ja nur von da bis nach da. Ich gebe noch... Oder gibt es mehrere Alternativen? Noch geben. Die geht nicht. Die würde gehen. Dann gibt es nicht mehr, das muss da lang gehen. Dann kann man das so machen im Prinzip. Stecke ich schon wieder an der gleichen Scheiße fest, gell? Aber nicht. Ich muss das. Das ist eine Verbindungsstrecke. Oh, ist das kompliziert schon wieder. Oder ich nehme mal das und drehe es in die Richtung. Schon seltsam, ey. Das geht hier komischerweise, aber...
Das ist richtig kompliziert, Mann. Gucken wir mal, ob das da uns vielleicht Hinweise geben kann. Anita, so sehr ich die Tatsache hasse, dass Blevins Obdukt-Technologie an der unseren Sicherheitstür installiert hat, für das Hilferechtenzentrum halte ich es für sinnvoll. Vor allem, wenn man unser Ziel für die Zentralprozessoreinheit bedenkt und es mittlerweile sicher schmerzlich vertraut mit dem Ablauf, aber nur für den Fall, dass du Anweisungen an das Team weiterleiten musst. Um auf das System zuzugreifen, aktiviere den Quellknoten in der Mitte. Bewege dann die anderen Knoten, um den Datenstrom mit deiner Legitimation zurück zum Zentrum zu leiten. Denk daran, die roten Knoten zu meiden. Sie dienen dazu, fehlerhafte oder verdächtige Daten zu isolieren. Eines Tages wirst du Blevin bestimmt dankbar sein, dass er unsere Arbeit so unglaublich sicher gemacht hat. Oh Mann, okay. Okay, ich muss die roten Punkte meiden. Oh, ist das ein Käse? Ich sag's euch, Käse. Nur Käse fabriziert so viel Käse. Super, schon wieder im Kreis. Fick den Scheiß nochmal. Den kann ich nicht bewegen. Nee, also jetzt probieren wir uns das nochmal. Das hier ist der ausschlaggebende Punkt. Den, das gibt nur zwei Möglichkeiten, wo ich den hin tun kann. In die Richtung. Und den kann ich dann im Prinzip nur so hin, dann bringt's nichts. Oder so hin. Dann leitet es zu dem hier. Der kann nur in eine Richtung leiten, so wie das aussieht. So wie es jetzt steht. So nicht, so nicht, so nicht. So nicht. So. Das heißt, es geht nur so. Das heißt, so. Okay, so. So, lo, 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 lo. Der geht eigentlich auch nur in eine Richtung. Also so. Da geht der wieder hier hin. Und dann kommen wir nicht weiter. Ist krass seltsam. Ganz ehrlich, es ist krass seltsam. Irgendwie. Oder warte mal. Vielleicht habe ich auch einfach nur Käse gebaut. Keinem Auge, Mann. Leck mich am Arsch, Mann. Das Ding, der Lichtstrahl muss wieder dort zum Anfangspunkt zurück. Das heißt, hier hin im Prinzip. Das heißt, der hier muss sowieso so. Vielleicht denke ich auch falsch. Sehr extremst kompliziert. Vielleicht finden wir noch ein paar Informationen hier oder irgendwie sowas. Diese Tierfigur, die Form kommt mir bekannt vor. Es ist ein Bär. Kenny und ich streiten uns nicht übers Wäschemachen, sondern über Inkommensurabilität und Grenzen der künstlichen Intelligenz. Da steht auch nichts drin, keine Informationen. Scheiße, Mann. Mädel, 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 du hast mir ein richtig böses Rätsel geschaffen, ey. Leck mich am Arsch.
nicht bis da durch. Nee. Das ist ein Ausgangsknotenpunkt. Den muss ich irgendwie hinschaufeln. Aber... Kommt von da, geht nach da, geht nach da, geht nach da, geht nach da runter und dann geht's von hier wieder nach da hinten. Ist doch dumm! Das Problem ist, der Winkel, den kann ich nicht anders nutzen. Da kann... Also hier kann ich nur einen Weg machen und der ist halt zu dem hier. Und von hier kann ich eigentlich auch nur einen Weg machen, weil der Winkel zu klein ist. Guck. Also so oder gar nicht. Also falsch, weil es geht ja in die Richtung, also kann ich nicht nutzen, ne? Also falsch. Das heißt, den hier, den kann ich auch nicht ändern. Doch, den kann ich ein wenig ändern. Den kann ich... Nee, das bringt nichts. Da geht es eigentlich in die Richtung nach draußen. Geht also nicht, ne? Geht nicht. Also muss ich den so fahren. Dann habe ich das gleiche Problem wieder. Geht wieder hier in den Kreis rein. Funktioniert nicht. Okay, dann müssen wir den Knoten verändern. Geht nicht anders. Haben gar keine andere Wahl. Das heißt, wir müssen den Strom hier hinführen. Da habe ich wieder einen ziemlich engen Winkel. Da geht's nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht. Geht dann hier rüber. Wird dann wieder hier rüber gespeist. Kann ich auch nicht anders machen. Oder? Geht's anders? Nein. 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 Also geht hier rüber. Hier hin. Jetzt kann ich den hier hin machen. Er geht dann hier rüber. Hier wieder, weil ich den Winkel nur in die Richtung ändern kann. Und da kann ich nichts machen, weil das der Hauptknotenpunkt ist. Kann ich jetzt nicht einfach sagen, ich drehe den jetzt in die Richtung. Geht nicht. Gut, geht nicht. Das heißt, es muss so. Also geht das im Prinzip. Also der Winkel geht nicht. Das heißt, ich muss ihn in diese Richtung drehen. Da habe ich den hier. Den kann ich aber nur... Oh, doch. Oh, Mann. Jetzt habe ich, glaube ich, Bock geschossen. Muss ihn hier rüber. Ich dödel. So, okay, wir sind einen Schritt weiter. Oh Mann. Okay. Ich sag nichts mehr. Also ich kam jetzt ein wenig blöd vor. Nein, falsch. Okay, ich sag nichts mehr. Okay, ich sag nichts mehr. Scheiße, Mann. Ein Step falsch, Mann. Okay. Hilfskanal wiederhergestellt. Exploit erfolgreich. Beschränkungen umgangen. Ist da jemand? Urea? Urea, ich brauche dich. Befugte Übertragung. Erlernte Aufgabe fortsetzen. Nein, ich gebe nicht auf. Urea, der sehr durch dich ist die Stimme zurück. Rede mit Urea. Ich frag mich jetzt trotzdem, sind das wieder zwei Programme, die umeinander buhlen, kämpfen oder das sowas? Das war sie. Die geisterhafte Stimme, die vom Donnerkamm aus nach mir ruft. Für einen Moment konnte sie die Fesseln des Dämons abschütteln. Und das nur dank dir. Wer bist du? Und was willst du? Ich bin Aloy. Naltuk schickt mich. Er meinte, ich könnte dir helfen. Da lag er richtig. Du warst eine Offenbarung. Jetzt weiß ich sicher, dass die Stimme überdauert. Vielleicht können wir sie gemeinsam befreien. Lass uns nicht vorschnell handeln. Ich kam den weiten Weg hierher, um Antworten zu finden, und bisher habe ich noch keine. Mir scheint, als seist du die Antwort. Aber ich erzähle dir, was ich weiß. Silence. Die wichtigste Frage von allen. Wer ist Silence? Was ist das für ein Heini, Alter? Der baut wirklich viel Scheiße. Burgrin sagt, du weißt vielleicht etwas über einen Mann namens Silence. Dass du mit ihm zu tun hast bei dem Konklave.
Wenn sein Name erklingt, folgen ihm Geheimnisse. Oder verschwinden, je nachdem eben. Warum willst du das wissen? Er hat Grausames getan. Aber er half mir, als niemand sonst es konnte. Ich weiß aber leider zu wenig über ihn. Seine Unterstützung ist bestimmt äußerst hilfreich. Doch sie ist gewiss nicht umsonst. Aber leider hat mich das Konklave diesbezüglich zur Geheimhaltung verpflichtet. Verstehe. Aber wir versuchen uns doch zu helfen, oder? Ja. Aber damit würde ich einen Eid brechen. Und das kann ich nicht tun. Okay. Die Stimme. Fragen nach der Stimme. Du scheinst sie schon länger zu kennen, diese Stimme. Sie rettete mein Leben. Hier, vor Jahren im Krieg gegen die Kaja. Ein Angriff zerstreute meinen Verak. Ich war abgeschnitten. Allein. Ich lockte den Feind in die Reifwehen, um sie im Dunst abzuschütteln, doch das schlug fehl. Und ich floh in diese Höhle. Dann hörte ich ihre Stimme. Wie ich war sie verloren. Eine Stimme des blauen Lichts, doch getrennt von ihm. Sie bat mich um Hilfe, sie wählte mich. Doch ich konnte ihr nicht helfen, solange die Kaja mich jagten. Also half sie mir. Sie schloss eine Tür unten im Berg. Du hast sie wohl auf dem Weg geöffnet. Verschlossen, ähnlich wie die hier in diesem Raum. Es hielt mir die Kaja vom Leib. Ich war sicher. Und konnte ihren Auftrag ausführen. Ja, meine lieben Freunde, wir haben einen kleinen wenig erfahren über die Stimme. Aber ich möchte jetzt auch an dieser Stelle die Folge beenden, weil sonst wird sie wieder zu lang. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder einschaltet, wenn wir spannende Abenteuer mit Aloy hier erleben. Wir sehen uns, Leute. Haut rein. Ciao.